Ruinen der Schoso. Und Leute, damit ganz, ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Metroid Prime. Ja, Mann, endlich geht's hier weiter. Ich kann's nicht fassen, Leute. Es ist einfach. Das Glück fließt in mir über. Das klingt falsch, aber egal. Ja, Leute, weiter geht's hier mit Folge 20. Lange musstet ihr warten. Wie, was, ihr dachtet, es geht nicht mehr weiter? Also, da kann ich nur eins zu sagen. You are fake news. Na, ist nämlich totaler Blödsinn. Ich habe gesagt, ich breche keine Let's Plays ab. Ich mag das überhaupt nicht. Und trotzdem werde ich natürlich viele von euch gefragt haben, so, warum kommt eigentlich immer nur alle Arschlangen, so Paper Mario und sonst gar nichts von den üblichen vier Projekten. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Habe ich jetzt x-mal durchgekaut. Ich erzähle es trotzdem nochmal. Es gibt immer welche, die haben es nicht mitbekommen, weil ihr halt nicht auf unserem Discord-Server seid oder sonst was. Mein Aufnahmeprogramm, mein Standardaufnahmeprogramm hat nach meinem Wechsel auf den Windows 10 PC, ja, ich habe einen neuen Computer jetzt inzwischen, zu einer steigenden Asynchronität mit steigender Videolänge halt geführt. Und schon nach 16 Minuten in der letzten Testaufnahme, da habe ich übrigens auch versucht, Metroid Prime aufzunehmen, habe ich nach 16 Minuten gemerkt, dass man so Pew macht, also vom Ingame-Ton her, ne? Also meine Stimme war mit dem Spiel synchron, aber der Ton vom Spiel selbst kam irgendwie dann halt irgendwann so ein paar Sekunden später. Und das ist kacke. Ich bin Perfektionist, ich will sowas nicht haben. Ja, in der Twilight Princess-Folge, in der letzten, die jetzt gerade aktuell online ist, da habt ihr es gemerkt und da könnt ihr es auch nochmal nachgucken. Da seht ihr am Ende des Videos halt auch so, macht Link irgendwie Wirbelattacken mitten in der Abfahrt, in der Rutsche und dann so, kommt so, erstmal so anderthalb Sekunden später. Das ist übelst kacke. Ja, so ein Scheiß nehme ich mir auf. Ja, so möchte ich keine Videos produzieren. Ich möchte Spaß daran haben. Ich möchte das Gefühl haben, ich tue was Richtiges, was Gutes. Und ja, deswegen hat sich das Ganze ein bisschen hinausgezögert. Jetzt kam das Software-Update und mein Aufnahmeprogramm macht wieder gar keine Mätzchen mehr und schnurrt wie ein Kätzchen. Habe ich jetzt jedenfalls so nach Tests rausgefunden. Sollte euch aber dennoch etwas auffallen, sagt mir bitte umgehen. Also ja, diesem Video hier bitte ein bisschen Feedback hinterlassen, ob ihr irgendwas Seltsames bemerkt mit diesem Video, denn bitte mir sofort sagen. Ich werde auch selber jetzt gleich beim Rennen ein bisschen aufpassen und versuchen nicht zu speichern. Ja, ich werde diesen Part jetzt aufnehmen, nicht speichern und auch wahrscheinlich ausmachen. Und werde diesen Part sofort nach der Aufnahme, wirklich sofort danach rendern und auch halt über Nacht jetzt hochladen und morgen auf Feedback warten. Und wenn das geklappt hat und alles cool läuft, dann können wir das so lassen. Dann spiele ich die 20 Minuten kurz nach oder ich lasse die Konsole laufen, das geht ja auch zur Not. Ist zwar nicht so geil für die Watch, für die Playtime, aber who gives a fuck? Ich nicht, also, ne? Ach ja. So, ich habe übrigens den Farbfilter wieder ein bisschen eingestellt, also den Helligkeitsfilter von Elgato, weil wir ja gemerkt haben, dass Metroid ein bisschen dunkel ist. Hi. Muss mir erstmal ausgucken, ich muss jetzt erstmal einen Weg finden. Einen Weg ins Abenteuerland oder so. Aua, Hilfe. Da piekst mich jemand. Piekst, du bist befruchtet. Ach, das war ja der Scheiß. Ach ja, mhm. So, ich bin übelst die Steuerung nicht mehr gewohnt, weil ich jetzt in letzter Zeit natürlich andere Dinge gespielt habe und die halt nicht Metroid hießen. Aber das ist egal. Ich freue mich übelst wieder aufnehmen zu können. Das glaubt ihr gar nicht. Es ist wirklich, muss ich sagen, eine große Erleichterung gewesen. Na, wo seid ihr? Weiter. Dass da gleich einer kommt und mir voll auf den Sack geht. Aber da habe ich keinen Bock drauf. Tschüss. Na, was ist jetzt weiter? Aha. Ja, daneben. Putz. Hey, hallo. Mann. Oh, da hat Samus schöne Augen gesehen. Und meine auch. Was? Ja, und jetzt müsste ich einmal gucken. Ich müsste jetzt hier einmal runterjumpen einfach. Muss gehen. Hui. Hallo. Oh, hi. Das aber überrascht mich doch nicht so. Ja, und in der Testaufnahme bin ich hier lang gelaufen und habe gemerkt, das ist voll falsch. Da gehöre ich noch gar nicht hin. Ich depp. Aber das, naja. Ist doch eine Sekunde her, dass ich Metroid gespielt habe. Man merkt. So, jetzt muss ich mal gucken. Hier ist irgendwo ein Update, aber ich glaube, das krieg... Ja, da glänzt es mich rot an. Aber ich glaube, das schaffe ich nicht, deswegen. Ich versuche mal jetzt auf diesen Mittelstamm zu landen. Und dann brauche ich nämlich nicht allzu weit aus den Gewässern hier raus. Und dann alles cool.
Weil ich habe mir natürlich schon einen kleinen Weg überlegt, denn wir müssen eigentlich mit dem neuen Icebeam jetzt in die Eisgebiete. Macht ja irgendwo Sinn, ne? Icebeam, Eisgebiet und jetzt gehen wir erstmal hier über die... Ah. Hä? Blöd. Hüpf. Also hier ist schon wieder extrem stockduster. Muss schon wieder halb raten, wo es lang geht. Mann, Mann, Mann. Na, mal gucken. Ich muss die perfekte Helligkeitseinstellung noch finden jetzt, ne? Denn ich zocke jetzt auch auf einen neuen Monitor und dank dem neuen PC. Logischerweise habe ich natürlich auch einen neuen Monitor benötigt dafür. Wir können ja mal schnell... Ah, nein, halt. Ich wollte nicht speichern. Ja, ja, da war was. Wir gehen jetzt über... Despotter? Nee, Schoso, wen ist das? Da. Magma. Da will ich hin. Und über den Magma-Portal kommen wir dann wieder zurück in die Fendrana Eiswüste. Und da in ein völlig neues Gebiet. Und zwar da, wo wir den komischen Eissteinboss gemacht haben. Das dicke Geowatz besiegt haben. Da geht es jetzt weiter nämlich. So, wo ist der... Wo ist der geile Teleporter hier? Muss mal gucken. Einfach links runter hier, läuft ich doof. Das Ganze ja... Okay, du musst nicht da hinten hin, sondern du musst da hinten hin. Hm, bin da schon unterwegs. Kann aber gucken. Ja, genau, da muss ich nämlich hin. Zum Gravitationsee. Hm, der Name nimmt ein bisschen des nächsten Updates vorweg. Das finde ich ein bisschen... Naja, ist aber ein bisschen... Naja, ist egal. Komm, wir kennen doch alle Metroid, ja. Manchmal frage ich mich, ob es jemanden gibt, der dieses Let's Play hier... Oder eins meiner anderen Metroid Let's Plays... Hahaha, Hashtag Werbung. Gesehen hat und überhaupt noch nie in seinem Leben vorher Metroid gespielt hat. Gibt es so jemanden? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Ich hasse mich. So, und über das Ding hier müsste ich jetzt wieder dahin kommen und dann geht's dann in die Eiswüste. Und ich glaube, dort könnte man sogar noch einen Life-Tank abgrabbeln. Ich mag mich erinnern, dass da sowas war. Ist das jetzt richtig? Ja, gut. Und man sich hier fünfmal neu orientieren. So, das Schöne ist natürlich, jetzt brauche ich hier den Spider-Ball. Aber den haben wir ja inzwischen. Na, ist das nicht schön. Wie das Schultertasse, ne? Ja. Lala. Roll den Ball und dann bist du glücklich. Mann, der Typ, der singt doch wie ein Knilch. Entschuldigung! Aber er lässt es echt nicht sein. Sorry! Wann hört er denn bloß mal damit auf? Niemals! It is hot! Wow, wow, Mann! Wow, jetzt ist vorbei. Ja? Ich war schon gedockt. So, traue ich mich das? Ich trau mich das, Leute. Das schaffe ich nicht. Aua, aua, heiß, aua, heiß, 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 aua. Das war doof. Aber egal, wir haben ja genügend Energie. Apps. La, 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 Wave Beam. Ja, los, komm doch. Ah. Ah. Ja, sag mal. Machst du jetzt mal. Nein, bleib liegen, du Frosch. Ja, danke. Ich bin schon wieder der letzte Bobo. Na los, komm schon. Ja, ja. So, das schaffe ich doch aber, oder? Ja, gerade so. Gerade so. Na? Let's play Splatoon, bro. Und noch so ein Frosch. Na, aufmachen. Ja, ja, ihr habt mich schon geblitzt. Ach, Assirius. Aua, 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 Alter. Die machen hier Combo-Breaker mit mir.
So, und ich mag mich erinnern, dass es halt hier, wie gesagt, noch einen wunderschönen Missile, ach Quatsch, einen Energietank gibt. Und ich weiß gar nicht mehr, ob ich den schon gemacht habe, deswegen, ja, let's do this. Kamera, würdest du, wärst du so freundlich? Ja, genau. Den da zu rösten. Na, der mag meine Bomben nämlich lutschen. So, wie waren denn die hier? Lava. Hä, aber irgendeine muss, hä, nee, stopp, halt. Halt, stopp. Muss noch mal gucken. Ist ja auch was zu scannen, der Lava-Pump ist ein Takt, ja, das muss ja gleich aufhören. Aber wie war denn das nochmal? Ich weiß, man kann das schon machen. Also ich war jedenfalls fest der Meinung, man kann das schon machen. Westliches Kanalschott geschlossen. Wie war das nochmal? Naja, ist mir klar. Kleiner Neumann, klug du. Ach, wie war das nochmal? War da oben irgendwo irgendwas? Irgendein Mechanismus? Hab ich wieder was vergessen? Kein Plan. Der Hack ist ja jetzt ja überall da, aber... Warum war ich der Meinung, dass das geht? Und da hinten liegt er übrigens. Irgendwie konnte man dann eben das Ganze austrocknen. Das ist es nicht. Ach man, hab's vergessen. Ich meine, wir können jetzt erstmal drauf scheißen, ist es nicht? Ich muss das jetzt nicht zwangsläufig tun, aber ich wüsste halt nicht, was ich noch was brauchen sollte, um das machen zu können. Ich gehe mal rum, Moment. Muss man ganz kurz mir mal überlegen verschaffen. Hier ist ja auch sonst nichts mehr. Also wenn ich jetzt irgendwo was finden. Oder warte mal. Muss ich irgendwie. Ja, warte mal. Warte mal. Ja, da hat's Klick gemacht. Da hat es kurz Klick gemacht. Ja, sorry, ich höre schon auf. Aber Musik ist catchy as fuck. Ja, jetzt ist nämlich hier Pumpen-Action. Was macht er denn? Jetzt kühlt das nämlich schön ab. Und I remember now to hurry up. Hallo. Östlich ist gerade schon geöffnet. Ja, genau. Macht er mit dem nächsten weiter? Ja. War ja klar. Na komm schon. Nördliches Kanalschacht auch geöffnet. Ja, wusste ich's doch. Ich hab's gewusst. So, der letzte Geist. Schneller Kamera und so. Boah, Hilfe. I don't see anything. Das letzte war, glaube ich, hier, ne? Ja, ich glaube schon. Und den Energy Tank haben wir uns erfolgreich gegrabbelt. Nice. So, raus bitte. Dann haben wir nämlich schon 7 Stück. Das ist doch einfach richtig geil. So, da komme ich nicht hoch, glaube ich, einfach nur. Aber warte mal, müsste das jetzt mit dem Double Jump nicht möglich sein? Warum? Also wenn ich da noch nicht war. Nee, besser. Komme ich hier einfach nicht weiter? Ja, ich komme hier nicht weiter, okay. Gut, dann habe ich nichts gesagt. Das ist immer noch verfickt duster. Oh shit, das muss ich da hinten nehmen. Oder? Ja, Eiswüste. Perfekt.
Ja, ist mir egal, YOLO. Oh, Leute, bleib ausgewichen. Oh, heiß, oh, heiß. Ja. Komm, 3 Damage. Ist nichts. Oh, das können wir übrigens auch mal machen. Was, da war ich doch nicht drin, ne? Was ist hier überhaupt? Ach so. Naja. Also, nein. Ich speichere, wie gesagt, jetzt einfach nicht. Ja, ich werde einfach beim Renderprozess nachher schön gucken, dass da auch alles in Ordnung ist und so hochladen. Muss ich halt doch speichern, dass sie hier erinnern, weil 20 Minuten nachzocken ist aufwendig. Nur muss ich genau wieder Part gucken, was ich gemacht habe, was ich eingesammelt habe und so. Das ist ein bisschen umständlich. Aber einfach nicht speichern, die Konsole laufen lassen, ist irgendwie auch doof. Nachher habe ich irgendwie, keine Ahnung, Stromausfall hier oder zu Hause oder so. Ist irgendwie auch ein bisschen doof. Naja, dann machen wir es halt so. Ich gucke beim Rendern schön, ob alles cool ist. Oh nein, ne? Safe to go. Aber guck trotzdem mal über das YouTube-Video drüber und sag mir, ob irgendwo, keine Ahnung, ob ich gemerkt habe, so, ja, hier war es zu kurz, asynchron und da aber wieder nicht. Kann ja sein, dass irgendwie. Jetzt geht die Techno-Mucke hier los. Und oh. It's another energy tank. Aber die Night für uns. Ja, mal gucken, wo wir hin müssen. Wir müssen da hinten in den Gravitationssee. Also ich würde sagen, irgendwo unten hinter mir, tatsächlich. La, 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 la. Dann nehmen wir trotzdem erstmal die hier. Ah, ja, ja, ich weiß, wo das hinführt. Guck mal, damit kommen wir wieder in den Bereich, der übelst duster ist. Und ich glaube, der ist sogar immer noch dunkel, ne? Kann das sein? Mach mal auf. Mach auf. Schneller. Hayaku. Ja, der ist richtig duster. Oh, da sind aber Metroids und Schlabberpiraten drin. Da habe ich keine Lust drauf. Tschüss. Ich gehe. So. Ah, Vögel, was ist denn mit euch hier los? Alter, die sind aber richtig fast to go. Geh mal weg hier. Yo, alle rasiert. Ha. Alter, habt ihr gesehen? Der wollte mich angreifen, der Ficker. Ich treffe ihn aber bestimmt einfach nicht. Ist er jetzt da unten oder nicht? Ach, weißt du was? Ich irgendwo da auf der Karte ist die Tür, also go. Ja, das war ein bisschen sehr tief, meint er nicht. Ja, war mir klar, da komme ich nicht hoch. Oh, neue Gegner, glaube ich. Ja. Migrate to Lockburg. Typisierung. Gelzap, Unterwasserräuber, dessen Skeletthälften elektrisch miteinander verbunden sind. Elektrisch? Na, da habe ich doch was. Und ich glaube, der zieht da noch irgendwie an, ganz komisch. So, ich bin ein bisschen zu weit nach unten gesprungen und ich hoffe gleich. Na, 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 na. Ich mag die Klänge von der Eiswelt sehr gerne, wo dieses Dup, 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 Dup geht auf die Dauer echt auf den Sack, muss ich leider echt sagen. Hat man mich erst letztens darauf hingewiesen. Das ist mir vorher nie so aufgefallen, aber das kennt ihr sicher alle. Ihr habt irgendwie, ihr merkt irgendwie nichts an etwas oder ihr merkt wirklich nicht an etwas nichts Negatives, bis es euch einer aufzeigt und dann werdet ihr es nie wieder los. Ich glaube, das kennt jeder ganz gut. Ah ja, Apps und Rolling Stone, Rolling, Rolling, Rolling. Komm mal, Sweetball hier. Hm. Oh, huch, aua, Hilfe, nein, aua, aua, aua. Aua, ah, nein, please don't hurt me. Oh, it's electrified. Poor guy. Was ist denn noch einer hier? Hi. Euch habe ich ja lange nicht gesehen, Freunde. Ist ja richtig lang her. Was bist du denn? Ach, das ist dieses komische, ja, ich kann mich erinnern.
Ein neuer Eintrag, Typisierung. Segelgleiter, harmlose fliegende Kreatur mit ungewöhnlichen magnetischen Eigenschaften. Magnetisch. Segelgleiter leben in friedlichem Einklang mit ihrer Umwelt. Sie weisen eine magnetische Charakteristik auf. Danke für die Wiederholung. Welche sich einfach mit herkömmlicher Grapple-Beam-Technik nutzen lässt. Spoiler! Um den Segelgleiter als Verankerungspunkt zu verwenden, ist eine Anpeilung aus relativer Nähe erforderlich. Er verharrt geduldig, bis die Verbindung gelöst wird. Ist ja ein echt netten. Ja, aber Grapple-Beam haben wir nicht. Aber oh, guck mal, was wir da haben. Das kenne ich doch. Muss man das noch scannen? Ich weiß, wie ich es löschen kann, ne? Aber ich will es ja erst scannen. Ach, Menno. Ich glaube, hier unten ist nämlich irgendwo, großer See, war das hier? Ach, nee. Ach, da unten ist ein Missile-Container im See drinne. Aber, ja. Der See lässt uns nicht daran. Könnte man das nicht sogar mit dem Ding verbessern? Also, öffnen? Dieses Rot, Leute. Bevor ich das nicht gescannt habe, ne, schieße ich das nicht ab. Vergesst es. Ah ja. Okay, ja gut dann. Hä? Wie jetzt? Hä? Ah, jetzt. Treffer. Hui. Geil. Und davon gibt's noch einen. Ah, da oben. Bam. Boots. Hui. Einmal tief nach unten. So, und macht der jetzt... Wie jetzt? Der macht nicht den See auf? Ah, stimmt. Da ganz oben gibt's noch einen. Aber an den kommen wir nicht ran ohne das Grapple-Vieh. Genau so war's. Na denn... Ich erstmal das hier. Muss mal gucken. Kartentechnisch sind wir schon gar nicht so weit weg. Wo geht's hier lang? Ach, ein Safe-Port. Ach, ja, ist egal. Ich nutze es jetzt einfach mal, oder? Ja, ich muss es ja nutzen. Wir sind schon bei 25 Minuten. Aber ich lege auch aufgrund der, ich sag mal, doch relativ langen Zeit, dass es jetzt her ist. Lege ich auch noch gerne zwei, drei Minuten drauf. Und ich lade sowieso über Nacht hoch, ob ich da jetzt 1,5 GB 4 Stunden oder 5 Stunden hochlade. Oder ob ich da 2 GB für 6 Stunden hochlade. Ist egal. Ich schlafe sowieso die ganze Nacht über. Also ist egal. Ne? Also, ne, versteht, was ich dabei sagen will. So, dann gehen wir mal nach rechts durch. Wo ist die Tür? Oh Gott, so unten, ne? Oh, hier. Ups. Oh Gott, es also muss definitiv noch ein bisschen heller machen. Ich bin ja blind wie ne. Also sag mir nicht so, ja, das Spiel ist einfach zu realistisch für dich, du Nintendo-Sucht, die du. Nee, ich zock jetzt sehr viel Fallout 4 und bin deswegen inzwischen, muss man leider echt sagen, komplett andere Shooter-Steuerung gewohnt. Und da ist halt auch. Oh. Shooter Guys. Hahaha. Na komm schon, lass dich treffen. Du Mongo. Liedes Kackvieh. Oh ja, gib mal. Missiles. So. Hier für einen riesigen Container. Oh, hier geht's ja. Ach doch, unter uns geht's irgendwo hin. Aber Leute, man kann auch hier nach oben. Aber ich weiß, ich glaube, das kennen wir noch nicht. Oder? Warte mal. Erst gucken, ja. Also bis hierhin komme ich und danach ist vorbei. Danach ist da ein Grapple-Punkt. Da hinten ist noch ein Grapple-Punkt. Nee, stopp, hier geht's noch nicht weiter. Ich glaube, ich muss hier Schwing-Schwing machen und dann da Schwing-Schwing und dann bin ich da hinten. Dann kann ich da hochhüpfen. Ja, geht auch erst mit dem Grapple-Beam. Also, links gerade runter. Ja, einfach quasi hier noch tiefer. Ah, ja, hier. Ey! Hallo, lässt du mich mal in Ruhe, du? Ja, Elektro. Hm. Tschüss.
Na, komm. Jetzt. Hä? So blöd? Hallo? Ey? Ja, nicht sein, leck mich doch am Arsch, Mensch. Ernsthaft jetzt? Jetzt kommst du wieder an? Jetzt, wo ich den Rücken zudrehe, das sind mir die richtigen. Oh. Das ist ja so ein komisches Elektrokugel-Dings. Ah, will endlich mal aus dem Wasser raus. Hi. Bombs. Einmal rollen. Es sieht mir rollen. So, noch hier nochmal. Stalagmiten. Nein, das sind Stalaktiten. Ne, Stalagmiten sind die, die von unten nach oben zeigen. Also die am Boden sind. Und Stalaktiten sind die, die oben sind. Da ist noch einer übrigens. So, aber hier ist Wasser übrigens drin, ne? Deswegen, wir lösen schon mal alles aus und gucken mal auf die Karte. Da geht's direkt zum See offensichtlich. Ja, relativ bald. Was, ich glaube, wir holen uns jetzt das Update noch, oder? Warte mal, Lieder, machen wir ja speichern. Ah, Mist. Komme ich hier rüber gejumpt ohne, nee, ich glaube nicht. Oh, warte mal, da ist wieder so ein... Da hinten. Mann, die verlassen mal ihre Spur. Voll dumm. Ha, richtig gelandet. Ja, war so klar. Aua. Hab's aber geschafft. Das ist mir alles egal. Ah, hier. Ach ja, ist ja tot. Ja, ist ja gut mit allen. Nur meckern wieder. Oh, Hilfe. Oh, wieder RTL-Störsignal, Hilfe. So, und ab ins Wasser. Jetzt dürfen wir, glaube ich. Weil da ist nämlich schon der See, Leute. Da sind wir auch schon. Muss mal gucken, ob ich hier nochmal alles finde. Ja, da unten sind irgendwelche komischen Swoodle-Tentakeln, das weiß ich noch. Aber irgendwo... Kann man da irgendwie auch schocken, ne? Ja, genau. Hi. Huts. Aua, aua. Hilfe. Nicht mich hauen. Ich bin noch harmlos. Ey, was? Hör mal, so nicht hier. Blitze dich. Böser Mann. Und hier geht's hoch. Ist irgendein Vieh eingefroren. Oh. Ich muss die Tentakel noch scannen, verdammt. Ach, sowas gab's schon mal hier. Migrate to Logbook. Typisierung, Wasserranke. Oh, Pokémon. Mhm. So, und hier irgendwo dürfte jetzt eigentlich gleich mein Goodie sein. Oder auch nicht. Ah, ich muss mal auf die Karte gucken. Sieht man hier irgendeine Einbuchtung? Nee, ne? Scheiße. Verdammt, wo war das nochmal? Das ist aber nicht dasselbe Vieh, das ist ein anderes. Ich hüpf mal hier runter. Wo war das noch? Hüpfen wir hier runter, einfach ganz wagemutig. Ah, da oben. Haha, gefunden. Meins? Ja, endlich, Leute.
Ein neuer Suit. Der Suit Samus very well, ja. My English is not yellow from neck, sorry. Close your eyes. Yeah! Voll geil. Der Gravity Suit erhalten. Oh ja, geil. Die Bewegungsfähigkeit in Flüssigkeiten wird durch diesen Anzug stark verbessert. Zusätzlicher Dateneintrag im Inventar. Ja, geil. Und zusätzlich sieht man auch direkt, Leute, wir können direkt im Wasser viel besser gucken. Das wird aber nicht gesagt. Das muss man einfach merken. Hi. Oh, ist das awesome. Ist das nicht cool? Wir können uns jetzt einfach unter Wasser bewegen, als wäre es das Normalste der Welt. Wobei man da sagen muss, eigentlich, wenn man mal unsere Welt sieht, ist ja das Wasser das Normalste der Welt, weil, naja, Wasser halt. Jetzt müssen wir mal gucken, wie komme ich hier wieder raus? Ah ja, ja, irgendwo wieder. Hier ist wieder Tentakel-Action. Wie komme ich hier wieder hoch? Da hinten. Ich glaube nicht, dass ich da rauskomme. Ja, vielleicht unterschätze ich das aber auch gerade. Warte mal, ich mach mal hier ein paar. Da komme ich nie wieder hoch. Nee, das ist es nicht. Warte mal. Hier unten? Hilfe! Hey, geh weg! Push! Ah! Mann, jetzt bin ich daneben gejumpt, ich Idiot! Mann! Komm schon! Jawoll! Nein, nein, nicht. Och, Mensch. Dann doch mal. Okay, das ist solid. Nice. Oh, guck mal hier. War das? Aber ich glaube, das war hier. Ja, guck mal, da oben ist ein Missile-Container. Und hier ist eine riesige Eismenge. Aber, ja, dieses Eis, dieses Stalaktiten beinhaltet viele unterschiedliche mineralische Ablagerungen. Eines der in diesem Eisgebilde entdeckten Minerale weist eine Staubpartikelverbindung aus vulkanischem Gestein auf. Diese Schicht bewirkt zwar eine hohe Stabilität gegen Erschütterungen und ballistischen Beschuss, wird aber bei Einsatz von Hitze schnell instabil. Ja, wie das halt bei Eis üblich ist, ne? Heißt, hier kriegen wir keine Stalaktiten mit Hilfe von Missiles runter, das werden wir uns doch später mit sagen, sondern wir müssen in entsprechenden Hitzemöglichkeiten einsetzen, ne? Und das fehlt uns ja noch. Heißt, wir kommen später nochmal wieder. Ach, nicht du schon wieder. Oh, nice Energy. Boah, gleich ein ganzer Tank. Nice. So, hier war, glaube ich, nichts weiter. Nö, nur der Sentinel. Ja, dann hüpfen wir doch nicht mal zurück und speichern jetzt, ja komm. Hey, save wird schon nicht schief gegangen sein, hoffe ich jedenfalls. Also meine Aufnahme läuft noch und... Oh, die Vögel sind ja schon wieder hier. Nee, yeah, das ist ja gar nicht der Raum. Was habt ihr denn jetzt zu suchen, Mann? Haut ab! Oh, nice. Mann, du Idiot. Die weichen aber echt gut aus, ne? Muss man mal sagen. Ha, jetzt flog er direkt nicht zu, der Idiot. Thank you. So, und da geht's jetzt direkt wieder raus. Aber ich könnte natürlich auch da zurück, wo der entsprechende Speicherraum ist, ne? Hm. Ich überlege gerade, bringt mir das was eigentlich nicht, ne? Ich habe zwar jetzt den Gravity Suit, aber... Ich würde schon jetzt gern speichern, nachdem wir jetzt den Gravity Suit haben, weil die Folge ist jetzt 37 Minuten lang, wenn ich das richtig identifiziere.
Und das ist schon eine harte Nummer, Leute. Wo es kann sein, dass ich da hinten gar nicht wieder hochkomme, oder? Ach doch, das geht. Doch, das geht. Schaff ich! Oh, close shit. Mach mal bitte auf hier, dankeschön. Oh, wie cool jetzt unser Spaceball aussieht. Richtig awesome. Alles, was ich glaube, was ich nicht erhöhe, ist die Verteidigung. Ich glaube, die erhöht sich tatsächlich nicht mit dem Gravity Suit. Auch wenn das in manchen Fallen der Zelda... Auch wenn das in manchen Fällen der Metroid-Serie mit Sicherheit der Fall ist. Aber ich glaube, hier in diesem Spiel nicht tatsächlich. Och, nö. Kann ich ihr schon wieder... Boah. Hä? Wo ist der andere hin? Hilfe, oh, ich hüpfe vorüber, ist mir egal. Tschüss! Tschüss! Vor allem, wie die immer schön... Ah, die müsste jetzt kriegen, egal. Wie die immer schön Energie abdrücken, sodass man am Ende wieder eigentlich genauso gut aufgefüllt ist wie vorher. Oh, warte mal, halt die Missiles nehme ich noch mit. Jawohl. So, ja, oh ja, ob ich jetzt Gravity Suit habe oder nicht, ich komme auch so nicht höher, also tschüss. La, 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 la. Sorry übrigens, wenn ich heute ein bisschen ruhiger bin als sonst, aber das liegt halt daran, ich muss sagen, ich habe jetzt... Ach, nö. Ich habe jetzt so lange nicht aufgenommen, ich bin es einfach auch gar nicht mehr gewohnt so richtig. So schnell wird die Quatschbacke wieder zu dem alten, schüchternen Idiot, der mal irgendwann vor 7 Jahren war oder so. Damals, als Let's Plays noch aus Holz waren, ja, ja. So. Jetzt lass mich auch mal schnell speichern hier, sonst ist kacke. So, Helligkeit werde ich mal zum nächsten Part hier nochmal ein bisschen verbessern. Ich habe ja die Zahlen im Kopf, was ich aktuell benutze. Echt mal gucken, ob ich noch ein bisschen vielleicht Kontrast vor Helligkeit setze. Mal schauen. Kriegen wir schon hin. Auf jeden Fall denke ich, also es geht schon so. Es muss nicht mehr viel heller sein, aber ein bisschen. Wenn man sich ein bisschen besser zurechtfindet in dunklen Gebieten. So, Leute, 40 Minuten Folge heute und wir haben erstmal direkt instant bis durchgewirkt, bis neues Gebiet und direkt ein neues Item. Ja, supi. Und Leute, wisst ihr was? Jetzt wird's ungemütlich. Aber mehr dazu im nächsten Part. Ich danke wieder vielmals fürs Zuschauen. Bis dann wieder. Also, macht's gut, haut rein, tschüssi, und ciao.